Na Männer, alles klar? Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jubo, das Let's Play, hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway, wir spielen die B129, das neue Versöhnchen von U-Boat. Die erste Folge war ein bisschen viel Palaver, ein bisschen viel Losfahren, habt ihr schon mitgekriegt? Wir sind jetzt gerade mitten auf dem Atlantik und begeben uns zu dem Ziel, wo wir hin sollen, sage ich jetzt einfach mal. Es ist natürlich jetzt gerade ein bisschen langweilig, die Routine im Boot, aber wir wollten uns ja sowieso, während wir auf dem Weg sind, uns nochmal darum kümmern, dass wir unsere Matrosen jetzt hier nochmal so ein bisschen, Matrosen, unsere Offiziere benennen. Das war für mich jetzt ganz wichtig an der Stelle, dass die Namen haben, die ich haben will und nicht, dass die, weiß Gott, irgendwie heißen hier, Kralaus Peter oder keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie das war. Anpassen. 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 Sind wir schon? Okay. Okay, du heißt auf jeden Fall, das ist jetzt mein zweiter Wachoffizier und für den müssen wir jetzt einen Namen finden. Und ich würde sagen, den nennen wir vielleicht jetzt einfach mal. Ja, wie könnten wir den jetzt nennen? Wir haben ja so einen coolen Namen. So einen richtig coolen Namen. Den nennen wir jetzt einfach mal. Wie nennen wir den denn? Wir nennen den Richard. Richard. Das falsche Schrift, glaube ich, oder? Ne? Wie nennen wir den? Einen anderen coolen Namen. Wie weißt du, was wir machen? Wir nennen den Bounty HD. Ne? Das ist nämlich ein bekannter YouTuber. Mit dem habe ich ein bisschen was zu tun. Das ist doch ein ganz kleiner Kanal. Da könnt ihr ja mal reingucken. Den habe ich auch abonniert mit unserem Kanal. Guckt euch den mal an. Der könnte euch gefallen. Also, unser erster WU heißt Bounty HD. Jetzt müsst ihr den natürlich ein bisschen umändern. Also korpulent, nein, Bounty ist dünn. Wir sagen jetzt, Bounty ist dünn. So, Sweatshirt. Gefällt mir schon mal gar nicht, was der hier anhat. Das ist nicht so meins. Das ist, ne? Bounty kriegt eine Jacke. Eine braune Jacke. Das sieht gut aus. Bounty kriegt eine braune Jacke. Als Accessoires kriegt er ein Fernglas. Mütze kriegt er. Schirmmütze für Offiziere. Genau, so machen wir das. Und dann sieht das doch schon mal ganz okay aus. Ne? Bart? Ja, Bauti kriegt so einen leichten Bart, damit ein bisschen Männlichkeit rüberkommt. So können wir den lassen. Das gefällt mir. Haarfarbe ist jetzt irrelevant. Frisur hat er H1. Das lassen wir jetzt so. Okay. Also, dann haben wir jetzt hier unseren. Ach, der heißt jetzt nur HD, ne? Dann müssen wir noch mal, Kapitän. dann müssen wir noch mal gucken, dass wir den jetzt noch mal. Dann machen wir das HD weg. Dann machen wir das HD weg. Dann machen wir das HD weg und bestätigen das. So, verlassen. Und jetzt heißt er, hat er keinen Namen. Das ist natürlich äußerst interessant. Unser Bounty ist jetzt namenlos. Er ist unbeliebt, deswegen ist er namenlos. Okay, dann machen wir hier mal das HD hin. Und machen das mal so. Und. Unser Bounty ist immer noch namenlos. Da müssen wir noch mal gucken, das stimmt irgendwas nicht. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit den Einstellungen. Jetzt haben wir hier unseren leitenden Ingenieur, unseren LI. Der gefällt mir optisch schon so ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. LIs sind natürlich leitende Ingenieure muskulös, ohne Ende. Das muss so sein. Und sein Sweatshirt, mal gucken, finden wir da nicht irgendwas Cooles? Hier so ein. So ein schwarzes. Der ist so schwarz. Schwarz. Frisur. Da war doch gerade was Cooles. Hier so hell. Das machen wir. Und dann machen wir Haarfarbe. Machen wir. Wir machen den blond. Blond. So Accessoires. Kriegt eine Pfeife. Und dann machen wir den noch ein bisschen schmuddelig im Gesicht. Irgendwo kann man nämlich auch die. Den Ton, die Hautfarbe. Den Ton können wir ändern. So, okay, was haben wir da? Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das sieht schon so ein bisschen dreckig aus. Das hat doch was. So, lassen wir den jetzt. So, jetzt müssen wir uns nur Gedanken machen mit den Namen. Wir nennen den jetzt einfach mal. Wie nennen wir den? Wir brauchen einen Namen. Wir nennen den Dufti. Aus Duftis Kanal. Dufti ist unser LI. So, verlassen.
Bounty ist immer noch namenlos, aber Dufti haben wir jetzt auch an Bord. Aber der Tar, das sieht doch ein bisschen komisch aus, ne? Das sieht aus wie so gewollt und nicht gekonnt. Tar, ta ta ta. Dann haben wir den hier, das sieht vielleicht nicht so dramatisch aus, oder? Machen wir das. Okay, das geht. Ist ein bisschen besser. So, dann müssen wir hier gleich nochmal ein bisschen organisieren. Und zwar, der Funker gehört hierhin, meiner Meinung nach. Da lasse ich mich nicht von abbringen. Was hat der denn jetzt hier schon? Funksprüche erhalten? Kann ich jetzt hier irgendwas sehen? Ach, das sind die Radiostationen. Könnten wir ja eigentlich mal anmachen. Machen wir erstmal ein bisschen Radio Gibraltar an. Für unsere Jungs. Und gleichzeitig werden wir uns darum kümmern, dein Aussehen ein bisschen zu verändern. Unser Funker. Funker sind dünn. Das passt. Klamottentechnisch würde ich sagen. Hier, so eine coole Jacke. Das gefällt mir. Frisur. Ja, das ist okay. Keine Gesichtsbehaarung, der ist ziemlich dünn. Und als Accessoires, dem machen wir eine Brille, der ist so ein bisschen Streberlight. Ein Streber, das ist immer gut. So, und den nennen wir jetzt einfach mal Otto. Der heißt jetzt Otto. Der hört, macht immer Wieselradio an für uns. So, okay, und dann haben wir noch unseren Herrn Wächter. Das ist unser Maschinist. Den werden wir jetzt auch gleich mal ein bisschen umändern vom Namen her. So, okay. Korpulent ist doof. Maschinisten sind muskelbepackt. Anwenden. So, Jacke. Nee, du kriegst so einen schönen Sweatshirt, kriegst du hier. Sowas, irgendwas. Gibt es hier irgendwas Tolles? Hier, Babyblau. Das machen wir. Vom Gesicht her ist der schon so okay. Dann werden wir dem noch ein Accessoire hinpacken. Und zwar kriegt er eine Augenklappe. Schwere Arbeitsverletzung, deswegen hat er eine Augenklappe. Und den nennen wir. Den könnten wir eigentlich lassen. Wächter. Den lassen wir einfach bei Wächter. Obwohl, das bringt ich nachher immer durcheinander. Den nennen wir Werner. Das ist Werner. Leutnant Werner. Okay. Bart. Du kriegst einen Vollbart. Das sieht immer ganz gut aus und dann passt das auch schon so. Und dann haben wir auch jetzt schon bei den Fähigkeiten, kann ich da jetzt noch irgendwas auswählen? Nein, aber er hat jetzt, da müssen wir sowieso mal gucken, Ingenieurfähigkeit. Ingenieure sind Fachleute für die Bedienung von Wart und Reparatur aller Gerätschaften an Bord. Das ist schon mal gut zu wissen. Und was hat er hier? Händler. Wenn der Offizier ein Nachschublager am Hafen aussucht oder Teile einer Delegation auf der Versorgungshilfe ist, erhält er für die Ware 25% niedrigere Preise. Dieser Effekt wird nicht kumuliert, wenn mehrere Offiziere diese Fähigkeit besitzen. Mit seinem Wissen kann er zudem einschätzen, ob in den Frachtpapieren eines neutralen Frachtschiffs angegebenen Waren mit den angegebenen Zielhafen zu übereinstimmen. Dadurch kann er herausfinden, ob der Frachter Schmuggelware geladen hat oder nicht. Okay, das ist noch ein bisschen viel. Sparsam, das ist neu, sorgfältig. Das ist das mit den Torpedos. Da haben sie auch neue Symbole gemacht. Das ist Wiederherstellung. Anfallende Reparaturarbeiten im Boot werden 25% schneller erledigt. Das ist schon mal okay. So, jetzt müssten wir mal kurz gucken, was hat denn Mintmeer für Fähigkeiten da jetzt? Das hatten wir aber uns, glaube ich, schon mal geguckt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, deswegen gucken wir nochmal rein. Doch, die Fähigkeiten kennen wir schon. So, dann gucken wir noch mal ins Fähigkeitenmenü von Herrn Bounty. Der hat fast die gleichen Fähigkeiten. Was ist das? Händler, der hat diese Händler-Dings da wieder. So, Fähigkeiten. Otto. Gute Beziehungen zum HQ. Und Funker sind Fachleute im Bereich der Nachrichtentechnik und so nah. Sie halten Kontakte von Außenwelt und sind das Ohr des U-Bootes, wenn es getaucht ist. Sie könnten auch medizinisch ausgebildet werden. Okay, das könnten wir noch zusätzlich machen. Wir brauchen ja noch einen Sanitäter später. So, und dann gucken wir nochmal bei Dufti. Dufti hat auch den Standard-Ingenieur-Button noch und Experte. Der Offizier ist ein Spezialist mit seinem Gebiet. Mit seinem Einsatz und Fähigkeiten werden die Aufgaben im Hauptquartier um 35% schneller erledigt. Okay. Okay, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit unserer Kursbestimmung? Die ist noch ganz gut. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Hackengas, damit wir mal ein bisschen schneller an unser Ziel kommen. Weil schließlich wollen wir ja irgendwann jetzt nochmal hier unseren Point erreichen.
Und mal ganz kurz, stopp! Jetzt habe ich gleich den Kurs verloren. Und zwar geht der Bounty jetzt mal bitte mit. Ach, jetzt hier alles durcheinander. Du gehst mal kurz dahin, dann gehst du dahin und du gehst in die Kursbestimmung und du, mein Freund, kriegst zwei Offiziere zugeteilt, damit das alles passt. So, und Kette. Jetzt warten wir einen kleinen Moment. Und jetzt schicken wir Bounty mal ins Bett. Eingehende Nachricht vom BDU. Kapitän. So, eingehendes Funktelegramm vom BDU. Das werden wir uns mal downladen. Downloaden natürlich. Das dauert anscheinend einen kleinen Moment. Funkübertragung abgebrochen. Aufgrund des schwachen Signals, schlechten Wetters oder einen anderen Grund auf die Übertragung abgebrochen. Ja, toll. Das ist natürlich jetzt äußerst ärgerlich. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Leider hat das nicht geklappt mit der Übertragung. Ist aber schon mal eine Menge wert, dass das jetzt klappt. Weil vorher war ja immer so Nachrichten vom BDU in der B128. Und die waren dann einfach weg. Ne? So, oder noch ein bisschen. Tucker, 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 Tucker und ja, geringe Navigationsgenauigkeit, ich weiß. Da werden wir uns jetzt auch gleich drum kümmern. Dann gehst du nämlich jetzt wieder in die Kursbestimmung und du gehst an die Beobachtung. Und Otto schicken wir mal ins Bettchen. Den Dufti schicken wir auch mal ins Bettchen. Und dann geht das weiter. So, wenn der Mint dann jetzt gleich komplett down ist, dann geht der nämlich in die Ruhepause. Kontakt, Kondensstreifen. Oh. Otto, geh mal schnell ans Funkgerät. Gott sei Dank ist es spät abends, anscheinend. Herr Kaloi. So, wegschicken. Wo habt ihr die denn entdeckt, die Kondensstreifen? Kapitän? Ich würde sagen, wir bleiben so. Und dann machen wir das Radio mal aus. Geht das Radio jetzt gar nicht mehr aus? Anscheinend nicht. Aha, okay. Jetzt ist aus. Ewig kann man das auch nicht hören. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Ah nee, du solltest ja noch schnell das Funktelegramm verschicken. Wegen dem Kondensstreifen. Da die 150 Reichsmark, die nehmen wir natürlich mit. Und dann werden wir jetzt schön weiter tigern hier. So, wie sieht denn die Kursbestimmung aus? Die ist bei 88%. Und dann fahren wir mal weiter. So, okay. Dann kann Otto in die Ruhepause gehen. Wir machen noch ein bisschen weiter. Und jetzt kann der Midway auch in die Ruhepause gehen, weil wir den Kurs jetzt gut ermittelt haben wieder. Und fahren gemütlich weiter in die Richtung. Wir werden auch erstmal nicht tauchen und räuschen gar nichts. Wir wollen nämlich jetzt erstmal nur gucken, dass wir unser Ziel erreichen. Das hat jetzt erstmal unser Hauptaugenmerk. Wir werden aber gleich nochmal tauchen, um zu gucken, ob die Besatzung in Schuss ist. Quasi ein Probealarm. Bevor wir das Gebiet erreicht haben, wo es dann jetzt, sage ich mal, happerlich wird. So, okay. Zack, zack, zack. In der Reihenfolge wird hier gearbeitet, nicht so, wie ihr das gern hättet. Wir könnten das natürlich alles mit dem Planer alles einstellen, wie die was zu machen haben, aber ich mache das immer ganz gerne so, bin ich ganz ehrlich, ne? Und jetzt ist es tagsüber und jetzt werden wir mal. Jetzt werden wir mal
erstmal gucken, wie das jetzt mit den Druckluftgefäßen aussieht hier. Und dann werden wir mal gleich einen Probealarm machen und werden mal probetauchen. Und gucken, ob die sich da auch irgendwas, ob da irgendwas verändert wurde vom Spiel generell her. So, lass mich mal durch da, ihr Dicken. Aber das ist alles voll. Das ist alles voll. Das ist gut. Gut, in der Bilge ist ein bisschen Wasser. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, und dann würde ich sagen. Ups, falscher. Falscher Button. Dann machen wir jetzt mal einmal Alarmtauchen. AK. Und schauen mal ins Boot, was jetzt hier passiert. Okay, die ersten laufen nach vorne anscheinend. Die laufen alle nach vorne. Das ist ja interessant. Ne, das Alarmtauchen gefällt mir aber von der Geschwindigkeit her immer noch nicht. Aber es funktioniert. So, und zack, abwärts. Doch, also das Alarmtauchen ist schneller wie im Vorgänger bei der B128, muss ich ehrlich sagen. Gehen wir in die Ruhepause. Du kannst auch in die Ruhepause gehen und dann werden wir jetzt mal ein bisschen an Tiefe gewinnen. Und zwar gehen wir erstmal auf 100 Meter. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt hier klappt. So, Motoren. Batterien sind volle Pulle, AK. Aber ich denke mal, das sieht soweit ganz gut aus. Gucken wir mal, was das Boot ab kann. So, das sieht doch gut aus schon. Wir gewinnen an Tiefe. Gehen wir auf Blaulicht. Und dann tauchen wir ein bisschen runter weiter. So, was haben wir jetzt gerade? 90. Wie tief ist das allgemein hier gerade unter mir? 4.800 Meter, wenn es nicht mehr ist. So, wir gehen weiter runter. Ein kleiner Tiefentest. Boot muss das abkönnen. Ganz ruhig, Männer. Das schaffen wir. Wir gehen nur ein bisschen runter. Einmal Alarm tauchen, ob das alles funktioniert hier. Tiefensteuerröder überwachen. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer.
sieht das mit der Kursbestimmung aus? Die ist bei 93%. Na? Bisschen tiefer tauchen. Okay, wir haben die gefährliche Tiefe erreicht. Aber wir legen noch mal einen drauf. Wir legen noch mal einen drauf. Wir gehen mal Risiko auf 180 Meter. 180 Meter Risiko. Na? 180 Meter. Ich denke mal, bevor sich meine Leute alle in die Hose scheißen, das reicht. Wir werden auftauchen. Für einen kleinen Test war das ganz gut. Tanks anblasen. Tanks werden angeblasen. Wir tauchen wieder auf. Batterie ist echt mau, ne? Muss man ehrlich sagen. Unsere Batteriekapazität ist für den Arsch. Das muss man echt sagen. 150. Aber wie schon gesagt, das muss das Boot abkönnen. 110. Batterien sind fast leer. 110. Gehen wir auf kleine Fahrt und tauchen langsam auf. 90. Batterien, ja gut, wir haben noch die Anfangsbatterie, die ist natürlich echt für den Arsch. Die hat nicht viel Power. 70. Wir müssten jetzt gleich oben sein. Habe ich auch einen Tiefenruderanzeige? Ja, da. Auf Seerohrtiefe. So, Seerohrtiefe haben wir. Wechseln auf Dieselmotor. So, und wir sind wieder oben. Jetzt speichert er kurz. So. Und dann gucken wir mal. Naja, für den Probealarmtauchen war das ganz okay.
Was will man mehr? Ist okay gewesen. Man kann nicht alles haben. Wir bleiben natürlich jetzt erstmal auf kleine Fahrt und fahren weiter. Die Fahne müssten wir vielleicht noch mal einholen, bevor wir unser Einsatzgebiet erreichen. Und der Otto sorgt erstmal für ein bisschen freudige Musik, würde ich sagen. So, einmal Radio Gibraltar. Und dann fahren wir weiter. Und ich würde sagen, das dauert nicht mehr lange und dann haben wir auch schon unser Einsatzziel erreicht. Deswegen, meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt von euch. Das war Folge Nummer 2 im Atlantik. Wir haben natürlich ein bisschen Probetauchen nur gemacht, uns mit der Besatzung bekannt gemacht. Das gehört halt dazu. Wenn ich so an die letzte U-Boot-Session denke, die wir gemacht haben, die hatte mal locker flockig 105 Folgen. Da muss man natürlich wissen, mit wem man es an Bord zu tun hat und wer was gut kann und wie was jetzt neu funktioniert. Vor allen Dingen nach dem neuen Update. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr noch ein bisschen Hilfe bei Uber braucht, guckt mal in unsere Uber-Tutorials rein. Da könnt ihr ein paar Tipps kriegen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, über Uber zu reden, kommt bei uns auf den Discord. Ihr seid ganz herzlich eingeladen und wir können stundenlang über dieses Spiel reden. Ich kann da stundenlang drüber reden. Stundenlang. Jetzt ist aber Schluss für lustig. Ich verabschiede mich von euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.